Ich habe eine Frage von euch immer wieder in den Kommentaren gelesen. Also ich lese mir ja wirklich alle eure Kommentare durch, nahezu alle Kommentare, wenn es eben nicht so exorbitant viele sind. Und da tauchen immer wieder mal dieselben Fragen bezüglich bestimmter Videoideen auf. Eine davon ist auch die Frage gewesen, Tobi, kannst du mal ein Video darüber machen, was denn mit Rexy passiert ist, beziehungsweise wie Rexy denn zwischen Jurassic Park und eben Jurassic World überlebt hat. Denn ja, Rexy taucht nach Jurassic Park ja erst in Jurassic World wieder auf. Ebenfalls wissen wir, dass Jurassic Park im Jahr 1993 spielt und der Jurassic World Park erst 2015 eröffnet wurde. Nein, Moment, 2005 eröffnet wurde. Entschuldigung, trotzdem ist dazwischen eine riesige Zeitspanne. Und wir wissen ja alle, es gab doch diesen Lysinmangel. Also hätte Rexy nicht eigentlich an diesem Lysinmangel sterben müssen? Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht zum Thema Lysinmangel. Wir sprechen jetzt hier aber mal ganz klare Fakten aus, wie Rexy den Vorfall bzw. nach dem Vorfall von Jurassic Park 1 überleben konnte. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bei Rexy ist das ja so eine Sache, wenn man sich einfach mal überlegt, wie dieser T-Rex wirklich aufgezogen wurde. Aufgrund von Genmanipulation und eben einem bestimmten Wachstumsbeschleuniger sind die Tiere im Jurassic Park nach maximal 3 Jahren schon ausgewachsen und auch Rexy hat eine maximale Wachstumsspanne im Film von 3 Jahren. Also jetzt kurz und knapp, Rexy ist 3 Jahre alt im ersten Jurassic Park Film. Bei den Büchern weicht das ein kleines bisschen ab, ich meine in den Büchern wären es sogar 4 Jahre, korrigiert mich gerne, wenn das nicht richtig ist. In den Filmen sind es aber laut offiziellen Angaben 3 Jahre. In diesen 3 Jahren durfte Rexy kein einziges Mal jagen. Wir sehen in Jurassic Park ja, dass das Tier mit Ziegen gefüttert wird und die Ziegen, so viel wir als Zuschauer sehen können, immer befestigt sind, eben weil man vielleicht davon ausgeht, dass Rexy nie das Jagen gelernt hat und deswegen eben auch nicht in der Lage wäre, eine Ziege zu jagen. Ich glaube, das wäre nicht der Fall gewesen. Ich glaube eher, dass Rexy das Jagen gelernt hätte, hätte man die Ziegen freilaufen lassen. Allerdings heißt es ja nicht, dass nur weil die Ziege jetzt im Film angekettet war, dass es keine wilde Jagd im Gehege gegeben hat. Ich meine, die Ziege, die dort ist, ist einfach nur dafür da, um den T-Rex eben auf diese Anhöhe zu locken, damit die Zuschauer ihn eben sehen können. Und ja, da ist wirklich eine Anhöhe, das ist kein Filmfehler. Ne, ihr erinnert euch ja dran, der Rex bricht aus, läuft quasi gerade aus dem Gehege raus und dann ist da später komischerweise eine Schlucht, das ist kein Filmfehler. Dazu habe ich ein Video gemacht, das habe ich dir mal hier oben verlinkt, da gibt es ganz klare Fakten und eben auch Konzeptzeichnungen dazu. Wie dem auch sei, das war eben der Grund der Ziege. Also der Grund war, Rexy auf diese Empore zu locken, damit die Zuschauer oder eben die Gäste, in diesem Fall Alan Grant, Ellie Sattler und Ian Malcolm, das Tier wirklich sehen können. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass dennoch auch freilaufende Ziegen dort gewesen sind. Das sehen wir zum Beispiel auch in den Spielen und ich weiß, die Spiele sind nicht Kanon, aber ich kann mir das irgendwie nicht anders erklären. Also ich glaube schon, dass Rexy irgendwie eine minimale Ahnung vom Jagen hatte. Auch die Filme weisen uns darauf hin, dass Rexy ein bestimmtes Jagdverhalten an den Tag legen konnte, denn Dr. Alan Grant sagt, dass der T-Rex nicht auftaucht, weil er will jagen, er möchte nicht gefüttert werden. Dieses Verlangen nach der Jagd kann allerdings nur kommen, natürlich auch durch die Genetik, durch das Tiersein an sich, aber eben auch, wenn Rexy eben weiß, wie man jagt. Und deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass Rexy einen minimalen, aber einen gewissen Jagddrang hatte und auch eine bestimmte Erfahrung im Jagen hatte, auch wenn es dabei eben nur um Ziegen ging. Das heißt, nachdem Rexy aus dem Jurassic Park ausgebrochen ist, naja, ging es dann darum, Futter zu finden. Rexy wird sich, naja, zuerst eventuell von den Velociraptoren ernährt haben, was nicht wirklich eine große Mahlzeit ist. Die wird wahrscheinlich nicht mehr für den ganzen Tag gereicht haben. Außerdem haben wir auch das Problem mit dem Lysinmangel. Na, Rexy wird nicht wissen, dass es Lysin braucht. Also, dass sie Lysin braucht, das wird ein Tier nicht im Gedächtnis sein. Das Tier wird allerdings im Gedächtnis gehabt haben, ich muss fressen, ich brauche Energie, ich brauche Nahrung. Was frisst so ein T-Rex? Ganz gerne, richtig, Pflanzenfresser. Es gibt sogar in der Realität Paläontologen, die behaupten, dass Jäger, also fleischfressende Dinosaurier, eher pflanzenfressende Saurier gejagt haben, weil diese am wenigsten Widerstand geleistet haben. Da muss ich so ein bisschen stutzen, weil ich mir denke, ein Triceratops und ein Stegosaurus glaube ich nicht. Wahrscheinlich hat man aber auch nicht gerade von diesen Dinosauriern gesprochen. Und ich meine, in freier Wildbahn ist es ja auch heute so, dass Löwen eher Gazellen jagen, anstatt andere Löwen. Das kann auch mal vorkommen, aber in der Regel jagen Fleischfresser Pflanzenfresser. Warum genau das so ist, das könnt ihr mir vielleicht erklären. Ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht. Auf jeden Fall gehen wir einfach mal davon aus, dass auch Rexy
sich die Pflanzenfresser zum Großteil als Nahrung und als Beute herausgesucht hat. Das ist im Endeffekt schon der Knackpunkt an der ganzen Geschichte, denn die Pflanzenfresser nehmen das fehlende Lysin, das den Tieren ja nicht verabreicht wird, durch das die Tiere dann sterben sollten, also die haben einen Lysinmangel im Film. Für die, die es noch nicht wissen, das ist so eine Sicherheitsmethode von Dr. Henry Wu gewesen, dass die Tiere im Park kein Lysin selber produzieren können, was aber ein Lebewesen zum Leben braucht. Und deswegen muss dieses Lysin den Tieren verabreicht werden. Das Lysin ist allerdings auch in den Pflanzen enthalten, also generell in den meisten Pflanzen. Die Pflanzenfresser fressen die Pflanzen und nehmen das Lysin dadurch auf. Rexy und auch weitere Fleischfresser, die noch im Park frei herumgelaufen sind, fressen also die Pflanzenfresser und, jetzt kommt eins zum anderen, nehmen durch die Pflanzenfresser das Lysin auf, das die Pflanzenfresser durch die Pflanzen aufgenommen haben. Es mag seltsam sein, dass das keiner der Forscher irgendwie hat kommen sehen, aber ich finde es eine sehr interessante Sache. Vor allem ist das so eine Kettenreaktion, dieser typische Kreislauf des Lebens, der auch bei diesen Tieren stattgefunden hat. Das heißt, ja, Rexy wird eine ziemlich schwere Zeit gehabt haben und wird sich eben um Nahrung gekümmert haben und eben auch dieses Lysin, diesen Lysinmangel. Jetzt gucken wir doch mal ganz kurz nach, wie lange Rexy denn alleine im Park überleben musste. 2005 hat der Jurassic World Park geöffnet. Ich meine, dass aber schon ein Jahr vorher die Saurier dazu gefangen wurden, weil auch hier habe ich jetzt nämlich zwei verschiedene Quellen. Die einen meinen 2005, die anderen sagen 2004 wären die Saurier schon gefangen gewesen. Da hätte ich mal mein Kompendium jetzt am besten zu Rate ziehen müssen. Aber ich habe das Jurassic World Kompendium noch nicht, deswegen könnt ihr mir da eventuell weiterhelfen. Ist aber auch vollkommen wurscht. Wir gehen einfach mal davon aus, dass im Jahr 2005, als der Jurassic World Park auch eröffnet wurde, dass zu diesem Zeitpunkt auch dann spätestens, allerspätestens Rexy in den Park gebracht wurde. Das war wahrscheinlich wirklich schon früher. Das ist eine wirklich lange Zeit, wenn man sich überlegt. Das haben nämlich auch ein paar von euch unter die Kommentare geschrieben, die Rexy hätte überleben können, dass ja nur 15 Spezies laut Buchkanon, in den Filmen weiß man das ja nur so Pi mal Daumen, laut Buchkanon 15 Spezies im Park gewesen sind. Und Rexy sich über 10 Jahre hätte ernähren müssen von denen, wäre ein bisschen schwierig geworden. Aber auch hierfür gibt es ein Problem, was die Natur einfach gelöst hat. Die Dinosaurier im Park wurden mit einer Frosch-DNS komplementiert und diese Frosch-DNS hat dafür gesorgt, dass die Tiere ihr Geschlecht wechseln konnten. Das heißt, wir haben einen männlichen Stegosaurus oder einen männlichen Triceratops und einen männlichen Triceratops, die können sich aber nicht paaren. Also wandelt der eine einfach das Geschlecht um und pack, funktioniert das Ganze. Das heißt, ja, so ist das Ganze abgelaufen. Die Dinosaurier haben sich weiter auf der Insel fortgepflanzt, haben aber keine Überpopulation errichten können, weil die fleischfressenden Dinosaurier, von denen es ja auch nur eine Handvoll gegeben hat, die Pflanzenfresser auf jeden Fall jagen konnten. Da die Pflanzenfresser das Lysin durch die Pflanzen aufgenommen haben, haben die Fleischfresser das Lysin durch das Fleisch der Pflanzenfresser aufgenommen. So, das ist ganz einfach die Lösung der Frage und ich finde es ziemlich cool, dass das so einen Kreislauf hat. Hat mir sehr gut gefallen. Bist wie immer du gefragt, schreib mir deine Meinung dazu in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann.